dass ich auch auf Instagram live gehe, weil das Thema sehr viele interessiert. Also die sehen nur mich und hören mich, also sie sehen euch nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier mein ganzes Konstrukt dann auch zusammenbricht. Also dann gehe ich hier mal live. Ah, Mist. Okay, Moment. Jetzt habe ich die falsche Kameraeinstellung. Oh. Okay. So, die Jessica kommt auch noch. Genau. Gut. Ja, dann erstmal nochmal herzlich willkommen. Es freut mich total, dass ich euch mal wieder alles sehe. Und genau, heute geht es um das Thema Jobtesting. Vielleicht zu Anfang, bevor ich anfange, meine ganzen Jobtests, die ich so in den letzten 20 Jahren, oh mein Gott, ausprobiert habe. Die erzähle ich gleich nachher. Ich habe mich auch echt vorbereitet und das war echt so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Also ich muss, glaube ich, auch ein paar Mal spicken, die mir so zusammengeschrieben. Aber bevor ich die erzähle, nochmal so ein kleines, wie so eine Wiederholungslesson. So, die Uli, lass mal auch noch ran. Der Part Job Design, der Part Job Testing, ne? Wo ist der nochmal eingegliedert? Wenn wir uns den Design Your Life in Kreislauf nochmal vorstellen, gibt es ja die drei Phasen. Die erste Phase ist das Fundament, die sich verstehen, die Selbsterkenntnisse, sich wirklich, wirklich kennenlernen. Also das absolut essentielle Fundament. Und das kann man ja einfach machen mit, ja, einfach ganz viel ins Bewusstsein gehen, mit den richtigen Fragen stellen, mit Persönlichkeitstest, mit Stärkentest und da immer weiter noch so in die Tiefe gehen. Und das ist ja auch never ending. Ne? Also es wird nie vorbei sein, dass man sich irgendwie gut kennenlernt. Und dann aber das wirklich Entscheidende ist, wenn man sich so ein erfülltes Arbeitsleben erstellen möchte, ist, dass man rausgeht, ne? Dass man ins Tun kommt, dass man was wirklich aktiv macht. Und das ist dann dieser ganze Entdecken-Part und das ist dieser Part, wo das Job-Testing dabei ist. Und wenn man das dann ausprobiert hat und da ganz viele Erkenntnisse gesammelt hat, ist man irgendwann so weit, dass man implementiert. Also quasi, ne, kündigt und sein neues Arbeitsleben lebt. Und dieser Implementieren-Part ist dann einfach nicht mehr angsteinflößend. Das ist dann einfach so was ganz Natürliches, also als würde man sich schon wundern, warum er das noch nicht eher gemacht hat. Und das Ziel vom Jobtesting ist nicht, diesen einen Traumjob jetzt da dabei zu finden, ne? Dass es dieser Prototyp ist und das teste ich aus und das soll es jetzt werden. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das für euch nochmal so verinnerlicht und da die Erwartungshaltung habt, weil das ist halt der Part, wo jeder immer ungeduldig wird und dann vielleicht aufgibt. Das Ziel vom Jobtesting ist, permanent fortlaufend zu lernen. Zu lernen, zu lernen, zu lernen. Also quasi den ersten Part von sich verstehen im Echt bestätigen. Also wirklich da ins Bewusstsein gehen, indem man es aktiv ausprobiert. Und da lernt man einfach unglaublich viel, weil man macht sich so viele Luftschlösser und man stellt sich alles so viel anders vor. Ah, Lisa, okay. Ciao. Stellt sich so viel anders vor, als es dann in echt ist. Und das ist halt dann wirklich die Chance, dass man mal sieht, ja, wie fühlt sich das an? Das kann man einfach vorher überhaupt nicht wissen. Wie fühlt sich was an? Oder manche Dinge fallen einem vielleicht viel leichter, als man sie sich vorgestellt hat. Manche Dinge sind viel schwerer. Ganz viele Dinge hatte man überhaupt nicht auf dem Schirm. Und man kommt auch einfach von einer Sache auf eine weitere Sache und von der Sache wieder auf eine andere Sache. Und man lernt ganz viele Kontakte und Netzwerk die ganze Zeit und kommt dann einfach irgendwann ja zu Dingen, wo man halt vorher überhaupt nicht gewusst hätte, dass man danach fragt oder dass man danach schauen kann. Und man kriegt dann auch nach und nach einfach viel, ja, so ein breiteres Bild, ne, dass man einfach Chancen mehr wahrnimmt und auf einmal ganz neue Nischen entdeckt und Tätigkeitsfelder, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und auf diesem Weg, ne, weil man aktiv was austestet und dabei ist und Dinge quasi meistert und schafft, das ist der Weg, dass man Mut
entwickelt, ne? Dass man Selbstvertrauen entwickelt. Nicht nur, weil ich hinschreibe, ne, ich muss jetzt hier mutig sein und ja, ich muss an mich glauben, sondern indem man diese Dinge ausprobiert und dann merkt, wow, was habe ich jetzt eigentlich alles auf die Beine gestellt? Ich habe das initiiert, ich bin da weitergekommen, da ist jemand auf mich zugekommen. Genau, und das ist dann so irgendwann das, der entscheidende Moment, wenn man dann nämlich den Sprung macht oder wenn man dann wirklich einen Job ergattert, wenn man in der Verhandlung ist, wenn man gründet, keine Ahnung, diese ganzen Situationen, wo man dann bereit ist. Und dieses Bereitsein, das kann man nicht einfach, dass wir euch sagen, ihr müsst jetzt bereit sein, sondern das ist der Weg dahin. Genau. Und ja, und dann irgendwann setzt sich dann eben so ein Bild zusammen, weil man so Essenzen aus allen rauszieht, sowas bei mir. Und dann kann man dieses Selbstgestalten des eigenen Arbeitslebens wirklich leben. Und dann ist es auch für euch für immer der einzige Weg, wie man ab jetzt eine Karriere plant oder einen Jobwechsel angeht und nicht mehr oldschool Stepstone bewerben und ich reihe mich da ein mit den 500 Leuten, sondern ihr seid dann halt einfach mega voraus, weil ihr euch so gut kennt und da so selbstbewusst seid und genau, einfach genau wisst, was da auch draußen gibt und wo es Bedarf gibt. Genau, und das nochmal so zur Wiederholung. Habt ihr eigentlich irgendwelche Fragen zu heute? Nein. Genau, okay, dann. Ich hätte eine Frage. Mara. Ja, gerne. Und zwar, wie soll dieses Testing laufen, wenn das eigene Ziel ein eigenes Unternehmen ist oder die Selbstständigkeit? Ich glaube, meine Beispiele jetzt gleich werden dir die Antwort geben auf deine Frage. Weil bei mir war es auch so, und das ist es auch ein bisschen mit dem Testen, dass dir am Anfang fehlt dir dieses 360-Grad-Denken und die Vorstellungskraft. Und da weiß man noch nicht, wo was hinführt. Und deswegen muss man noch so ein bisschen die Fühler ausstrecken und einfach ganz viele Dinge anprobieren, die dann mal in eine Richtung laufen und dir die Erkenntnisse geben, die du brauchst. Weil am Anfang weißt du vielleicht noch gar nicht, welche Erkenntnisse du brauchst. Weil es geht ja eigentlich immer nur darum, auf dich abzugleichen. Ist es das Richtige? Du würdest ja sogar noch mal abgleichen, ob die Selbstständigkeit oder ob die Business-Idee, falls du schon eine hast, die richtige ist. Okay, aber ich kann die ja nicht zigmal ausprobieren, oder? Also. Deine Business-Idee ist es nochmal was anderes, aber die würdest du ja nur, also das Antesten, das ist ja noch nicht etwas gründen, sondern das sind ja kleine Schritte. Okay. Das ist einfach sich intensiver damit beschäftigen und ein bisschen dem auf den Grund gehen, anstatt dass du gleich sagst, ich gründe jetzt XY-Unternehmen. Ne? Dann bin ich mal gespannt auf deine Beispiele. Genau, und wenn es nicht beantwortet ist, können wir das ja nochmal zum Schluss aufgreifen. Okay. Genau. Dann hole ich euch mal ganz kurz nochmal ab, überhaupt mein quasi langweiliger, ganz normaler, klassischer Lebenslauf, damit ihr das dann auch ein bisschen einordnen könnt, die Job-Testing-Sachen. Also ich habe 1999, ich habe schon vorhin gesagt, gell, es ist... Ja, das ist so in Erinnerungen schwelgen. Also ich bin 39, ich habe mit 16 Ausbildung gemacht bei Siemens, 1999, ganz normal Kauffrau zur Bürokommunikation und dann 2001 ins Berufsleben gestartet und quasi von 2001 bis 2017, lange Spanne, in diversen Firmen angestellt. Also bei Siemens, Telefonica, bei einem Mittelständler, in einer Agentur. Und mal ein Jahr lang einen Abstecher gemacht, Freelancing. Und sonst war ich immer angestellt. Und dann seit 2018 eben gegründet und jetzt, also als Einzelunternehmerin gegründet, einerseits mit Steffi und ansonsten mache ich ja noch Marketing-Consultant nebenher. Genau. Und mein erster Test, und das ist auch ganz spannend, dass ich damals gar nicht wusste, dass ich schon recht viel getestet habe, aber das war schon immer meine Art, weil ich sehr intuitiv bin und ich würde jetzt nicht sagen rebellisch. Damals
hat es sich rebellisch, glaube ich, für viele angefühlt. Aber für mich hat das jetzt eben alles dahin geführt, dass ich immer so meinen Weg ausprobiert habe, aber in der Praxis und nicht, weil man es so und so machen sollte. Weil ich hätte bei Siemens ewig bleiben können. Ich habe jedes Jahr mehr Gehalt bekommen. Es war alles super, alles safe. Aber habe da halt gekündigt, um so ganz viele andere Dinge auszuprobieren, weil ich gespürt habe, das bin nicht ich. Und mein erster Test sozusagen war 2006. Da habe ich 6 Monate Work and Travel gemacht. Und was wollte ich da austesten? Weil ich schon gespürt habe, irgendwie so von Werten, aber ich habe mich damals auch noch gar nicht mit Werte beschäftigt, ob das wirklich was ist für mich, sowas wie Abenteuer, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, ne? Selbstständig dort planen und selbstständig reisen. Ich war 6 Monate da alleine. Und damals dachte ich sogar noch, ich mache das und dann ist mein, quasi, ich sage jetzt mal Abenteuer, sagt man denn da, Bedarf gedeckt und dann kann ich wieder zurück in mein normales Leben, meine Beziehung im schönen Regensburg, im schönen bei Siemens und kann mein Leben leben. Und habe aber dann gelernt, ja, dass diese Werte, das sind Werte, also die treiben mich an, so lebe ich. Ich brauche Abenteuer, ich brauche diese Unabhängigkeit im Leben und nicht, dass ich mal einen Abstecher mache und dann ist es gesättigt und dann kann ich wieder mein normales, solides Leben führen. Also das habe ich dadurch halt erkannt und die Learnings waren aber auch, dass ich ganz viel mich auf mich verlassen musste, also meine eigenen Stärken einfach nutzen, auch wenn ich die damals noch gar nicht bewusst wusste, aber ich habe halt schon immer viel mit Netzwerken oder mit Menschen Kontakt gemacht. Und dadurch kam ich da zum Beispiel an Jobs. Obwohl ich da keine Erfahrung hatte, bin ich da irgendwie an Jobs gekommen und konnte da zum Beispiel auf so einem Galaball arbeiten. Und diese Zeit, ich bin so froh, dass ich die gemacht habe, weil also wir hatten da wirklich oft Herausforderungen. Es ging eine Zeit lang total oft der Sprit aus. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Handy. Das war 2006, ne? Und das ist ein, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da so ein Urvertrauen gelernt, also in mir aufgebaut, dass ich bis heute einfach in mir habe. Und das kann man nicht erklären. Also das, da bin ich echt froh, dass ich das damals gemacht habe, weil ich weiß, dass irgendwie einfach alles gut wird, obwohl da alles schief gehen konnte, ging. Genau. Dann ein weiterer Jobtest oder Test war, dass ich eben von Siemens dann gestartet bin als Volontärin, also sau wenig Kohle verdient, in der PR-Agentur in München. Und das Testing war, dass ich ein Agenturumfeld austesten wollte. Vorher war ich in einem Konzern und dann komplett Unterschied, ich glaube, wir waren 6 Leute, Agentur. Und meine Vorstellung war, ja, geil, in München ist eine coole, hippe Agentur und dann tun die da immer cool brainstormen, haben coole Klamotten an und solche Sachen. und die Erkenntnis war einfach, es war so anders. Es war absolut nicht cool. Es war der totale Stress. Es war voll viel mehr Zahlen getrieben, weil weil da ging es ums Existenzen. Bei Siemens ist nicht mal aufgefallen, wenn ich gar nicht da war. Und dort, das war wirklich ganz anders. Was ich aber gelernt habe, sind natürlich viele Dinge, wie zum Beispiel Texten, Copywriting, PR-Arbeit, was mir jetzt im Gründer-Dasein, wo ich so viel texte oder einfach Leute anrufen muss und wirklich über meinen Schatten springen, das habe ich natürlich alles für mich mitbekommen. Dann 2009, also die Agentur ging dann pleite, dann war ich ja mal so ein Abstecher-Freelancer und 2009 habe ich mich dann einfach in so einer, was war das? Ich weiß nicht, Social Media, Community Management Agentur gemeldet, ob ich einfach bei denen ein bisschen mitarbeiten kann, for free, weil ich Online-Marketing und Community Management lernen wollte. Genau, und da haben die natürlich gesagt, ja, natürlich, for free, auf jeden Fall. Und ja, das hat mega Spaß gemacht. Also da mochte ich dann das Agenturleben wieder gerne. Teamarbeit hat Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viele neue Tools gelernt und halt einfach auch fachliche Sachen im Marketing. Das war jetzt zum Beispiel so ein Test. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gemacht habe. 1-2 Tage die Woche, ganz flexibel. Kann jeder machen.
Dann 2016, da war ich schon bei Jabra, also bei diesem Headset-Firma. Und ich war im Marketing und mich hat Produktmanagement interessiert. Und dachte, ja, wie komme ich jetzt da in diese Abteilung rein? Und dann habe ich mich irgendwie ganz viel mit Produktdesign und agile Methoden beschäftigt und bin dann auf Design Thinking gekommen. Also ich habe mich halt erstmal ein bisschen so damit beschäftigt, also recherchiert und habe dann auf LinkedIn geguckt und habe mich dann mit Leuten getroffen. Und dann habe ich einem erzählt, dass wir vielleicht ein Pilotprojekt machen könnten bei Jabra mit Design Thinking. Und dann hat er gemeint, weißt du was, dann lade ich dich jetzt einfach kostenlos in die Schweiz ein, kannst du den Design Thinking Workshop mitmachen. Hat, glaube ich, normalerweise 8.000 Euro gekostet oder Franken. Und ich habe es dann einfach umsonst bekommen. Und meine Chefin hat gemeint, ja, fahr dahin, dann kann ja nicht schaden. Und bin ich da hingefahren und habe in 2 Tagen Design Thinking gelernt. Das ist ja auch ganz cool. Und habe dann halt auch erkannt, dass ich die Methode spannend finde. Und hatte da dann die Idee, dass man die doch auch anderweitig nutzen kann als für Produktentwicklung, sondern eben für Live-Design oder sowas. Und das war 2016. Ne? Und da habe ich noch nichts mit Aha-Retreats oder Gründen. Das waren alles so Spinnereien. Und das hat mir überhaupt zu nichts geführt. Das war ja in dem Moment nur, weil ich eigentlich agile Methoden lernen wollte. Dann 2010 habe ich ja so ein bisschen Freelancing ausgetestet. Und dabei lernt man halt wahnsinnig viel. Einfach ein bisschen Selbstvermarktung, Akquise. Wie ist es, wenn ich ganz verschiedenes Zeitmanagement, wenn ich mit ganz verschiedenen, Accounts, also mit ganz verschiedenen Kunden arbeite. Jeder ist da irgendwie anders. Also du musst da echt auf ganz viele verschiedene Bedürfnisse eingehen, mit den unterschiedlichen Teams. Und wie ich das auch selber manage und handle, macht mir das Spaß. Und ich habe auch was über Preisgestaltung gelernt. Und du wirst halt dann auch einfach immer ein bisschen selbstbewusster. Ne? So, was kannst du, was nicht? Wie kannst du da deinen Preis ein bisschen durchbringen? Und war auch nochmal die Bestätigung, dass mir Marketing an sich einfach gefällt, weil das ist so vielseitig. Und da gibt es einfach ganz viele Bereiche, wo man sich einerseits eben spezialisieren kann. Und das ist aber dann auch noch das Spannende, dass ich halt immer wieder lerne, dass ich eher so eine Generalistin bin. Und das wird ja auch oft ein bisschen als negativ dargestellt. Man soll sich immer spezialisieren und nicht so generisch sein, weil sonst kannst du gar nichts, heißt es immer. Genau, dann 2015, 2016 ging es schon ein bisschen in die Richtung, dass ich hatte ja meinen ganz normalen Job als Marketingmanagerin und irgendwie hat mir ja was gefehlt, aber ich wusste ja auch nicht was und dachte, ich will irgendwas mit Sinn. Und wenn ich an Sinn denke, habe ich halt damals einfach immer sofort gedacht an soziale Arbeit. Das habe ich gleichgesetzt. Und ich glaube, das machen auch ganz viele. Wenn ich was mit Sinn suche, dann mache ich soziale Arbeit und rette die Welt. Und dann habe ich da auch eben geguckt, was ich da machen könnte. Und dann habe ich, das ist eh der Wahnsinn. Also wenn man dann so Volunteering-Arbeit macht, dann gibt es da lauter Agenturen, wo du 2.000 Euro zahlst, damit du da irgendwie so eine Schule in Afrika mit aufbauen kannst. Dachte ich auch, spinnt ihr, ich mache das umsonst, ich zahle doch da nicht 2.000 Euro noch drauf. Naja, auf jeden Fall kam ich dann wieder irgendwie von einem Kontakt zum anderen zu einer in Costa Rica, die meinte, boah, sie sucht händeringend Leute für ein Kinderferienprogramm in irgendeinem kleinen Dorf in Costa Rica. Und ob ich Spanisch spreche, ich so, nee, und meinte, das macht nichts. Ja, das war lustig. Dann war ich da in Costa Rica und konnte kaum Spanisch und sollte denen Englisch beibringen. Aber die konnten eigentlich alle fast gar kein, die konnten fast gar kein Englisch. Aber Gott sei Dank hatte ich noch 2 andere Deutsche dabei. Und das hat mega Spaß gemacht, aber ich habe halt schon gelernt, was Dauerhaftes da ist. Der monetäre Aspekt einfach wichtig. Also, dass man für seine Arbeit fair entlohnt wird und auch die Wertschätzung bekommt, ist auch eine Art von Sinn. Und das ist auch nicht so erfüllend, wenn man sich da abrackert und echt viel tut. Und klar, die Kids und das alles, die haben sich super gefreut, aber nicht als Hauptjob.
Also für mich war dann klar, so NGO oder so ist es dann doch nicht, weil es gibt ja diese Karriereanker, also so Dienst für eine Sache, das bin ich dann wohl nicht, dass ich da so voll aufgehen würde jetzt für eine Sache und da so mit ganz wenig Geld nur auskommen würde. Ich habe dann ein bisschen was anders probiert. In München habe ich Nachhilfeunterricht in Englisch gegeben für ein syrisches Mädchen. Das war auch schön, aber das war halt eine Stunde die Woche und das hat dann auch gepasst, dass ich quasi was Schönes, Sinnvolles mache, aber nicht als meinen Job. Genau. Dann 2017 habe ich ganz was anderes nochmal gemacht und zwar war ich bei einem Hackathon in Bali. Also für die, die nicht wissen, was ein Hackathon ist, weiß gar nicht, ob ich es gut erklären kann. Also letztendlich kommen da ganz viele Leute zusammen und bündeln ihr Wissen und arbeiten an einem Projekt und meistens ist es ein bisschen IT-lastig. Und wir waren aber in Bali in dem Dojo Coworking und die wollten da soziale Projekte auf die Beine stellen. Also ich war dann schon noch auf dieser sozialen Schiene, aber mein Test war eher, naja, alles Mögliche. Also man hat da ja erstmal mit Fremden zusammengearbeitet und wurde in Teams gesplittet. Und da habe ich halt auch wieder ganz viel gelernt, wie zum Beispiel, dass ich es liebe, in Teams zu arbeiten, wenn man ein Ziel hat und da alle Feuer und Flamme sind, dass das so geil ist, da kannst du wirklich Berge versetzen. Und ich lerne halt immer wieder, dass ich mega oft Sachen initiiere, Impulse gebe. Und ich habe sogar diese Hackathon-Idee sogar für unsere Gruppe mitgebracht. Also ich war die Ideengeberin. Aber ich mag das nicht, vorne zu stehen. Also so eine Leader-Rolle. Genau, das bin ich halt nicht. Ich verstecke mich dann lieber hinten und lasse das wem anders da so durchsteuern. Und das ist halt auch ein wichtiges Learning, ne, dass ich mich nicht auf solche Sachen bewerben sollte oder mich da irgendwo reinzwängen lassen soll. Genau. Dann habe ich 2017 einen Google Design Sprint initiiert mit dem Thema von einem sozialen Projekt, und zwar, dass wir digitale Nomaden matchen mit sozialen Projekten. Und das ist aber dann, sollte so ein bisschen eine Plattform werden, eine digitale. Und ja, da war nochmal die Bestätigung, dass man echt, weil Google Design Sprint geht, glaube ich, 7 Tage, dass man in einer Gruppe, die an einem Strang ziehen, wo verschiedene Kompetenzen sind, dass das einfach saucool funktioniert und mir mega Spaß macht. Und dadurch lernte ich natürlich auch wieder eine neue Methode kennen, wie Google Design Sprint. In dem Moment, ne, haben diese ganzen Sachen von den Tests, die ich euch gerade so erzählt habe, noch zu nichts geführt. Also das ist alles, dass ich da einfach nur wahnsinnig viel über mich gelernt habe und einfach viel, ja, eine ganz andere Welt währenddessen halt entdeckt habe. Auch 2017 war dann, genau, also ich war ja da bei diesem Hackathon und dann den Google Design Sprint und dann habe ich mich mit einem von Bali, von dem Hackathon zusammengetan und mit einem, den ich hier in so einer Coworking-Gruppe in München kennengelernt habe, das ist ein UX-Designer, ein ITler und ich, dass wir diese Plattform auf die Beine stellen. Also so ein Marketplace sollte das sein oder eine digitale Plattform eben für so Matching von digitalen Nomaden, die in der Welt unterwegs sind und ihre Zeit oder vielleicht Geld zur Verfügung oder Wissen zur Verfügung stellen für, wo Bedarf ist in Afrika oder in den Orten, wo die halt sind. Die ganzen Nomads in Thailand und so weiter. Und genau, also das ist quasi der Test, Aufbau einer digitalen Plattform. Das habe ich nebenher gemacht. Und ja, also es wurde nichts. Aber darum geht es eben nicht, habe ich ja anfangs gesagt, dass diese Sachen nichts werden sollten. Aber es war halt cool dort mit 3 Leuten. Weil ich meine, ich komme aus der Corporate-Welt, da war das nicht so. Da gibt es für alles Prozesse, man lernt manchmal gar nicht mehr neue Dinge kennen, die Leute sind auch teilweise nicht mehr Feuer und Flamme für sowas. Und dort in diesem Dreier-Team, ich habe noch nie was von UX-Design gewusst. Und der hat dann natürlich sein ganzes Wissen geteilt, genauso wie der ITler. Und also das war eine coole Dynamik, da mega viel gelernt. Wir haben da auch echt viel vorangebracht, mit ganz vielen Leuten Kontakt gehabt weltweit. Da haben sich dann Leute bei mir gemeldet, weil die da mitwirken wollten. Es war wahnsinnig schön, ein tolles Gefühl. Aber es ist ein Riesenprojekt. Also das
ja, vielleicht mache ich das sogar irgendwann mal. Aber in dem Moment war es halt dann nicht das Richtige, weil es wäre ein Fulltime-Job gewesen. Ja, aber irgendwie habe ich da schon gespürt, es kristallisiert sich ja so ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit. Genau, Dimitri. Also das war nicht, also ich hatte nie die Intention, selbstständig zu werden oder was zu gründen, sondern diese Dinge, die sind ja so irgendwie im Flow entstanden und habe ich mir ja rausgepickt, weil mir XY Spaß macht, weil ich an diese Themen geglaubt habe, weil ich gerne im Team zusammengearbeitet habe, weil ich das remote machen konnte, aber wir uns dann teilweise auch hier in München getroffen hatten und ich das gerne mache, so ein Mix mit echt Treffen und Brainstorming und die Vision entwickeln, sowas mache ich gerne. Und so sind die Dinge entstanden. Ja, genau, dann auch 2017, wie ihr merkt, da ist viel passiert. Das ist ja auch das Jahr, wo ich dann am, ich glaube, 15. Dezember gekündigt habe. Habe ich ganz viele Freelance-Ideen durchgesponnen. In dem Jahr war ich auch in Tarifa. Das war so ein bisschen ein wichtiger Urlaub für mich, weil ich da diese ganzen digitalen Nomaden kennengelernt habe und ja, irgendwie so ein ganz neues Lebensgefühl da mitbekommen habe. Und habe ich viele Leute kennengelernt, die unterschiedlichste Sachen machen. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich auch solche Sachen machen konnte, wie zum Beispiel SEO-Experte oder dass ich Design Thinking Coach werde oder dass ich Marketing mit Design Thinking kombiniere. Also ich habe diverse Dienstleistungsideen entwickelt und ich habe mich mit Ikigai beschäftigt. Das kennt ihr vielleicht. Genau, also Ikigai im Sinne von für meine Selbstständigkeit oder für Dienstleistung. Wo sind die ganzen Schnittstellen aus dem, was ich geben kann, wo ich eine Leidenschaft habe, aber wo auch ein Bedarf am Markt ist. Und damals war es auch so, aus nichts wurde was. Also ich war da auch an dem Moment, das weiß ich noch, wo ich alles sein lassen habe, weil ich so frustriert war. Und ich war an dem Punkt schon, dass ich auf jeden Fall weg wollte von meiner Festanstellung. Das wusste ich schon, weil je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wollte ich weg. Weil ich gemerkt habe, boah, da ist noch viel mehr in mir. Ich kann nicht mehr einfach tagtäglich meinen Trott machen. Und dieses Eingegrenzte. Und ich habe ja da in meiner Firma so viel versucht und die haben immer gesagt, na, mach einfach nur das, was du bisher gemacht hast. Da habe ich gemeint, ja, ich kann das aber mittlerweile in 3 Tagen anstatt in 5. Und dann habe ich gemeint, ja, dann machst du in 3. Also, ja, ist unglaublich. Aber das ist ja in vielen Firmen so, dass ja, ganz viel Potenzial ist und die Chefs das halt nicht nutzen. Und deswegen habe ich ja die ganzen Sachen nebenher gemacht. Genau, und dann habe ich, und dann, weil ich mich so viel mit Veränderung beschäftigt habe und so viel über mich gelernt habe und eine ganz andere Welt da draußen kennengelernt habe, und irgendwie war ich einfach so ready. Ich habe dann auch, ne, alleine war ich noch reisen in Laos und in Bali. Ich habe Yoga für mich entdeckt. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Also da ist viel passiert. Und dann habe ich einfach gekündigt. Genau, das war ja im Dezember 2017. Und ohne aber so richtig konkret was Neues zu haben. Aber ich war halt so, ich hatte dieses Urvertrauen wieder. Das kann ich nicht erklären. Also es war irgendwie diese Idee mit vielleicht sowas wie Coaching oder Retreats. Und das ist dann alles im Flow entstanden. Und mit der Haritreats haben wir ja dann auch den ersten Test gefahren. Im Mai 2018, das erste Retreat, genau, mit 16 Testteilnehmern, die haben wir teilweise über Facebook-Gruppen oder hier in München gab es noch Spontext, das ist so eine Freizeit-App, gesucht. 8 Leute haben wir aus unserem eigenen Freundeskreis gesucht und haben gesagt, ihr kriegt das total günstig, aber dafür müsst ihr als Referenz zur Verfügung stehen. Und so war, haben wir dann das erste Retreat gemacht, hatten dann dadurch Referenzen und ein bisschen Video und Fotomaterial und vor allem halt den Test, ist da Bedarf? Und das, also das hat ja voll, also da war voll Bedarf. Ne? Die Leute haben alle gesagt, oh mein Gott, sowas braucht ja jeder, sich um seine berufliche Orientierung und Neuorientierung in Zukunft zugleich mit Persönlichkeitsentwicklung zu kümmern. Und die meisten haben das nie gemacht, weil es auch gar nicht so viele Angebote bisher gab. Ne? Es gibt Karrierecoaching und es gibt ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und wir bringen das zusammen und haben festgestellt, aha, das funktioniert.
Aber für mich, wo ist meine Rolle? Also ich habe festgestellt, Retreat organisieren, Leute ranbringen, das Marketing, super schnell zu texten, irgendwas, das mache ich alles mit Links. Aber vorne zu sein und der Host zu sein in dem Retreat hat mich komplett ausgelaugt. Also ich war komplett energetisch am Ende. Ich war ja auch nur die Köchin. Also ich habe für 16 Leute gekocht, 3 Tage lang. Und ja, dann habe ich halt alles so ein bisschen gesteuert und habe aber auch versucht, als Mentorin da zu sein. Und ich glaube, ich hätte danach eigentlich eine Kur gebraucht, weil ich war total fertig und dachte ich, oh nee, das macht mir gar keinen Spaß. Und war halt dann auch interessant, weil das nächste Mal sofort habe ich gesagt, ich will eine Köchin. Und jetzt machen immer Freundinnen von mir mit, die kochen wollen, die das voll geil finden, auf einer Hütte dabei zu sein. Also falls von euch mal jemand mit möchte, also wir zahlen schon. Aber wenn das jemand ausprobieren möchte, wir suchen immer Köche, die dabei sind. Und ja, daran drehen wir halt auch jetzt ständig wieder unsere Rollen sich neu formen. Ne? Auch jetzt so, wer macht die Calls, wer macht im Hintergrund welche Aufgaben? Also da tun Steffi und ich ja ständig noch optimieren, sodass einfach wir gut in dem sind, was wir tun. Also wo sind unsere Stärken, wo wir uns wohlfühlen und wo wir uns wirklich ausleben können, so unser Potenzial. Genau, und da, ja, wir lernen da auch noch immer dazu. Und genau, das ist also nie zu Ende. Und ich habe jetzt keinen weiteren Test aufgeschrieben, weil so von Aha-Retreats, ja, da testen wir halt ganz viel im Produkt und im Gründerdasein. Aber das war ja jetzt einfach mal die Reise, wie es dazu kam, aus meinem quasi Angestellten-Dasein bis zur Gründung, was ich da alles ausprobiert habe und was ich da halt einfach alles dabei gelernt habe. Genau. Und da bin ich halt echt froh, weil ganz viele Dinge, ja, das ist, ne, das kann ich nicht nachlesen oder mir irgendwie erklären, wie es ist, sondern für mich fühlt es sich sehr anders an als für euch, weil ja in jedem was anderes steckt. Genau. Ja, habt ihr denn Fragen? Es war viel, ne? Mein Leben. Auch ein bisschen komisch, das so zu teilen. Hallo, Marion. Hi. Ich habe eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, du hast ja gesagt, dass du noch gearbeitet hast, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welches von all dem, also einfach bevor du deinen regulären Job gekündigt hast, den letzten wohl, hast du das, also so zum Beispiel den, ich glaube, das Freelancing oder das Produktemanage, hast du das immer alles so nebenbei gemacht und wenn ja, wie viel hast du da noch gearbeitet zusätzlich? Genau. Also es waren ja zweimal, wo ich gefreelanced habe. Einmal war ein Jahr dazwischen, wo ich quasi nur Freelancerin war, weil da ist die Agentur, das war nach der Agenturzeit und die ging pleite und dann habe ich mich halt da als Freelancer versucht. Von daher gab es da kein Nebenher. Da habe ich aber noch so in Disco gearbeitet und solche Geschichten. Also ich war mir auch zu nichts zu schade und ganz ehrlich, es hat mir alles so viel Spaß gemacht. Und dann das von meinem letzten Job, genau, da hatte ich schon meinen fixen Job und habe so ganz kleine Freelance-Aufträge. Also ich hatte ja da auch noch überhaupt kein Standbein und mich ein bisschen mit Marketing versucht und das war ganz wenig und das war total einfach nebenher zu machen, weil mein Job war nicht mehr so stressig, fand ich. Also halt, wie vielleicht auch nicht mehr so herausfordernd, dann hast du etwas Neues gesucht. Okay. Ja, genau. Ich war da am Anfang, ne, war das ganz viel Lernen und genau, gab es noch nicht so Autopilot, aber im letzten Jahr war alles Autopilot. Ich habe ja für mich selber ganz viele Prozesse
definiert und von daher, wie gesagt, ich konnte meinen Job dann fast in 3 Tagen machen. Ich habe das offen kommuniziert, dass ich Zeit habe und ich könnte im Produktmanagement mitarbeiten. Haben die gemeint, nee. Und dann sage ich, ja, aber dann habe ich nicht so viel zu tun. Dann meinen die, das passt. Und dann, ja gut, dann habe ich halt ein bisschen gefreelanced. Das war so der kleine Start. Cool. Ja. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage, beziehungsweise würde ich noch mal gerne zu meiner Frage zurückkommen. Mhm. Aber erstmal vielen Dank, dass man merkt, wie viel es dir gegeben hat, das ganze Testen. Macht Spaß, dir zuzuhören, weil man merkt, wie viel Spaß du beim Ausprobieren hattest. Ja, ja. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und um zurück auf meine Frage zu kommen, also bei mir ist, ich habe auch ein paar Felder oder ein paar Interessensthemen und es dreht sich aber immer wieder darum, dass ein eigenes Unternehmen für mich am besten ist oder Freelance oder Selbstständigkeit. Aber ich kann ja jetzt nicht 3 Unternehmen gründen und da schauen, das irgendwie parallel aufzubauen, das ist möchte ich auch nicht, sondern ich möchte ein Stück weit schon schauen, okay, wo gehe ich am meisten auf? Ja. Wie kann ich das durchs Testen rausfinden? Oder ja, hast du da einen Tipp? Genau, wie gesagt, also das Gründen, das wäre ja dann schon das Implementieren. Das ist ja dann schon der dritte Schritt. Mhm. Du sollst das jetzt erstmal natürlich auf jeden Fall austesten. Und das sind jetzt 3 verschiedene Themengebiete, oder? Ja, mehr oder weniger, ja. Also die lassen sich schon kombinieren. Wie sie sich kombinieren lassen, da bin ich gerade dabei, das herauszufinden. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, ein Themengebiet ist Psychologie. So, okay. Ein anderes ist zum Beispiel Finanzen. Okay. Das lässt sich schon kombinieren. Das weiß ich schon, nur wie teste ich das? Und hast du dann vor in Richtung Beratung oder Coaching? Oder? Ja, Richtung Coaching, Beratung, ja. Also dafür ist einfach die perfekten Tests an Testkunden. Da wirst du so viel lernen. Also einfach erstmal mit deinem Netzwerk anfangen. Okay. Und dann, weil das klingt so banal, aber das ist das Allerwichtigste, nicht der Businessplan, gar nicht, sondern wirklich austesten an Menschen, weil du wirst selber feststellen, was stellen die für Fragen, bist du da gewappnet und kriegst du Energie? Weil für mich wäre das der Horror zum Beispiel. Ne? Ich habe mir ja auch gedacht am Anfang, wir machen ein Retreat im Monat, das werde ich lieben, weil ich liebe Menschen und Community und dann merkst du, oh mein Gott, da gibt es so viele Facetten dabei, wenn du mit Menschen arbeitest, was das Richtige für dich ist. Und vielleicht du kannst auch lernen, ist ein One-on-One gut für dich? Ist über Zoom oder live? Ist eine Gruppengröße von 4 gut für dich? Für 8, das ist schon wieder eine andere Dynamik. Bei 4 kannst du auf jeden eingehen. Bei 8 kann man schon wieder nicht mehr so eine Verbindung aufbauen. Oder möchtest du lieber so einen Kurs entwickeln und gar nicht so viel mit Menschen Kontakt. Also da gibt es ganz viel für dich, erst noch rauszufinden, was für dich passt. Weil jetzt ganz egoistisch, ne, aber Job und Life Design geht ja erstmal darum, für dich das ideale Arbeitsleben zu gestalten und ja nicht per se darum, jetzt eine Business-Idee zu entwickeln. Okay. Und je nachdem machst du dann weiter, ne, dass du siehst, aha, das taugt dir jetzt. Keine Ahnung, kannst du mal austesten mit einem 20-Jährigen oder mit einem 60-Jährigen. Das ist auch schon ganz unterschiedlich. Okay, cool. Genau. Danke. Also ja, an Testkunden erstmal rangehen und schauen, was denn genau und wie Spaß macht. Genau. Wie es Spaß macht, wo du an Grenzen stößt, ob du Energie rausbekommst oder nicht, wo du Wissenslücken hast. Du wirst merken, dass die dich auf ganz viel bringen, was du vorher nicht bedacht hast. Also auch gute Dinge an. Was brauchen die? So kannst du dein Angebot stricken. Weil das geht ja immer um den Bedarf von den anderen, nicht um dich. Und oftmals kreiert man dann ein Produkt, weil man denkt, das ist so toll, aber
weckt halt keinen Bedarf, die brauchen das gar nicht, sondern deswegen abfragen und ausprobieren. Okay, ja, okay, das war schon hilfreich. Genau, und ich kann dir noch sagen, such halt mal welche, die das anbieten und stalk die. Schau mal, was die so machen. Keine Ahnung, die bieten vielleicht auch einen Beratungscall, kannst ja auch mal ausprobieren. Ganz viel da gucken, was es so gibt und dann halt ein bisschen so deine Nische da finden. Ne? Okay, super. Und wenn, okay, jetzt habe ich noch was. Es geht ja auch immer darum, herauszufinden, ob das Themen sind, die dich jetzt nur interessieren oder schon längerfristig interessieren. Und deswegen ist es gut, sich da besser und länger damit zu beschäftigen und damit du halt erkennst, ob diese Leidenschaft da irgendwie abflacht oder eben nicht. Oder dann merkst du vielleicht das Finanzenthema, da recherchierst du lieber oder da kommen die Sachen eher auf dich zu, es fällt dir leichter als Psychologie. So. Danke. Ja. Jetzt muss ich erstmal Hallo sagen zu Sabrina. Wir kennen uns noch gar nicht. Ne? Schön, dass ich dich jetzt auch mal sehe. Ja, ich glaube, ich sehe heute irgendwie ganz komisch anders aus. Wir hatten sogar schon ziemlich lang telefoniert. Ja, das schon, aber ja. Ach so, ja, stimmt. War wirklich woanders. Ja. Hast du denn... Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, direkt eine Frage. Ich hatte, glaube ich, schon auf einen Post im Slack mal geantwortet. Das war von der Steffi. Da ging es darum, Parts, die einem Spaß machen in bestimmten Projekten. Und ich bin jetzt gerade übers Arbeitsamt auf so einem Coaching, wo es auch darum ging. Und wir kommen gerade da so ein bisschen dahin, dass ich doch eher auch so Marketing-Management, Event-Management oder Projektmanagement. Und da ist mir einfach überhaupt nicht klar, wie kann ich rausfinden, welche Parts mir da Spaß machen, weil das so für mich natürlich von außen gar nicht durchsichtig ist, wer macht was, welche Parts gibt es überhaupt, wie komme ich da dran, wie komme ich an Infos, wo kann ich da vielleicht einsteigen, wie fange ich da am besten an? Okay. Und gleichzeitig natürlich, ich bin einfach im Programm noch nicht dort, wo ich jetzt gerade, ne? Ich wollte gerade sagen, machst du zwei Coachings, aber eigentlich wäre es halt wirklich wichtig, der Struktur zu folgen. Und ich weiß, jeder will immer gerne überspringen und dann gleich die Antworten, aber das ist ja eben der Weg, ne? Wie ich es eigentlich gerade gesagt habe, dass du von einem aufs andere zu den Erkenntnissen kommst. Und das Arbeitsamt arbeitet halt anders. Ne? Die geben dir jetzt, ne, ohne dich zu kennen, springen die auf. Projektmanagement zum Beispiel, das ist sowas, das kann man auch nicht vergleichen, finde ich, mit Marketingmanagement. Das sind unterschiedliche Dinge. Ja, es ist, ich habe jetzt einfach schon in Gesprächen versucht, irgendwie rauszufinden, welches ist denn mein Teil, und um da dann ein Stück weit weiter forschen zu können und auch überlegen zu können, in welche Richtung soll es denn überhaupt gehen. Weil ich war immer schon so seit Jahren eigentlich schon so Eventmanagement. Eigentlich wollte ich schon früher Veranstaltungskauffrau machen. Ich habe es mir dann auch angeguckt, damals im Praktikum, und ja, war auch ganz spannend. Ich habe tatsächlich ja heute meinen Lebenslauf dann nochmal mit dem durchgehen müssen, und ich habe da schon wirklich auch einiges getestet und auch gerade in meinem Laborbereich einfach auch schon verschiedenste Varianten ausgetestet, was an dem Labor gefällt mir, was macht mir wirklich Spaß, wo habe ich sehr lang Interesse und so weiter, und gleichzeitig einfach so, was habe ich privat, und da bin ich eigentlich immer im Eventmanagement aktiv, auch gerade da bin ich jetzt eben so über eine Freundin im Gespräch drüber gestolpert, gerade so Marketing, weil natürlich, ich kenne viele Leute, auch viele DJs und so weiter, wo ich dann halt entsprechend Veranstaltungen, die ich toll finde, supporte. Ja. Entsprechend ist das dann natürlich schon Marketing. Ne? Genau, und so bin ich jetzt so ein bisschen
Ich sage jetzt mal drüber gestolpert, weil ich, ja, wie gesagt, halt im Programm jetzt eigentlich noch nicht da bin, aber irgendwie ja schon halt natürlich über Jahre hinweg mir immer wieder Gedanken mache, was mache ich denn eigentlich so privat und was würde ich gern machen und wie würde ich auch für mich eine Wertschätzung kriegen oder eine Entlohnung, wo vielleicht auch gar nicht auf Geld basiert, sage ich jetzt mal. Also da bin ich so ein bisschen. Ja, das ist wirklich wichtig, das herauszufinden, weil sonst springst du wieder auf eine Richtung, nur weil es schnell gehen soll. Genau, und das ist gerade so die Problematik, aber mehr so im Kopf, dieses rauszufinden. Und das habe ich jetzt so ein bisschen auch versucht, bei dir rauszuhören, weil relativ schnell habe ich so das Gefühl, geht einem dann auch das Geld aus. lässt man sich dann vom Arbeitsamt, sage ich jetzt mal, ein Stück weit unterstützen, indem man das in der Arbeitslosigkeit macht oder macht man immer wieder, steigt man doch irgendwo wieder ein, wo man dann sagt, ja, wie bei dir, dass man halt da so ein bisschen Routine hat, jetzt gerade bei mir im Labor, wo ich mir denke, ah ja, da muss ich nicht mehr viel lernen, vielleicht kann ich da nebenher dann mir was aufbauen. Aber man braucht immer so ein Stück weit so ein, oder habe ich so vom Gefühl her, dass man immer so ein Stück weit was braucht, wo man dann drin ist, wo man Geld verdient und aber nebenher oder vielleicht zeitgleich in dem, wo man Geld verdient, halt einfach testet. Ja, genau, da muss man natürlich jetzt schon einen bisschen deine Situation ein bisschen genauer betrachten. Dafür wären ja dann die Weeklies da, um da auch ein bisschen einen Plan aufzustellen, wie das realistisch ist und nicht, jetzt kündig mal und test mal irgendwelche Sachen aus. Genau, damit da, klar, da das Geld noch weiter reinkommt. Wie zum Beispiel Stunden reduzieren oder solche Geschichten. Oder halt am Wochenende Dinge austesten. Oder im Urlaub. Genau, habe ich auch da schon ja Teile übersprungen. Ich habe ja jetzt gekündigt und jetzt stehe ich da und Ach, ja, bin halt gekündigt. Irgendwie schon in dem Schritt. Die Kündigungsfälle. Genau. Okay. Also Eventmanagement zum Beispiel ist ja was, das ist ja perfekt, ne, zum Ausprobieren. Da kann man ja so viel im Freundeskreis, also du bist ja da eh schon dabei mit DJ, ne, dann kannst du da Events mit supporten oder keine Ahnung, Hochzeit planen oder Geburtstagsparty planen. Ne. Da freuen sich ja alle, die meisten mögen das ja nicht, wenn da jemand Vorreiter ist und dann lernst du ja auch schon, ob dir das liegt. Mhm. Also du meinst eher im Privaten das dann auch nochmal austesten? Oder? Ja, klar, unbedingt. Da kriegst du Routine und dann siehst, kommst irgendwie ins Straucheln, wie lange brauchst du dafür? Und da findest du es eh so super schon, dass du ein bisschen Bestätigung hast, das könnte was sein. Mhm. Immer erst genau im Privaten oder die eigenen Freunde als Testkandidaten nutzen. Mhm. Alles, was man halt hat, nutzen, ja. Und genau, viel mit Leuten reden. Das ist mir jetzt auch klar geworden, ja. Ja. Fällt mir unheimlich schwer, solche Sachen. Also gerade mit fremden Leuten reden oder anrufen und denen konkret sagen, was möchte ich eigentlich oder was brauche ich für Informationen, dann wirklich konkret Fragen zu stellen, so in knappen, sage ich jetzt mal, und nicht so ewig drumherum reden und ja, was willst du denn jetzt eigentlich und ich habe gar keine Zeit. Was willst du? Siehst du, das ist auch dann ein guter Test, wie man die Leute dann dabei anschreibt und rüberbringt, was man überhaupt will. Ja. Ja, aber also meistens hat man ja im Freundeskreis auch jemand, der Projektmanager oder Marketingmanager ist, oder? Oder jemand kennt jemanden, dann brauchst du jetzt nicht Fremde auf LinkedIn oder so anschreiben. Ja, tatsächlich ist das bei mir so ein Stück weit die Schwierigkeit. Also ich bin irgendwie mal umgezogen und habe jetzt hier so das Gefühl, irgendwie sind da immer viele Leute oder nicht viele Leute, wo ich da so reinziehen kann ins Boot und auch nicht so richtig viel mitkriege. Ich habe jetzt heute durch Zufall eigentlich mitbekommen, dass eine auch so in Richtung Coaching, was ich da über das Arbeitsamt bekomme, das auch mache. Also, dass ich es mir eigentlich sparen können und ja, war da ziemlich baff, ehrlich gesagt, weil ich ja schon seit, wie gesagt, Jahren eigentlich daran rummache, dass ich eigentlich nicht mehr im Labor arbeiten möchte und was anderes suche, aber da halt auch ja, so immer hin und her, ja, weiß nicht genau, was soll es denn werden und sich das ja halt schon eine Weile zieht. Ja. Und dann halt merke, ja, ich habe vielleicht Kontakte, aber die sind nicht so offensichtlich und jetzt nutze ich gerade halt einfach hier noch das Netzwerk. Hab jetzt einen Coffee-Date unbedingt. Hier gibt es ganz viele Marketing-Menschen.
Ja, also das ist auch immer wieder der genau. Appell, das soll eine Community werden, also ihr nutzt euch. Ja. Und das ist auch ein Teil vom Job- und Life-Design, dass du nach und nach dein Umfeld neu aufbaust und erweiterst oder ja, vielleicht wirklich neu machst. Also genau, dass man neue Menschen in sein Leben lässt. Genau, deswegen war halt ich jetzt eher so auf dem Punkt, das eben nicht privat zu machen, sondern eben einfach jetzt direkt, weil ich ja jetzt quasi auf Jobsuche bin, halt wirklich auch, also natürlich bin ich da durch ihn so drauf gestoßen, ja. Ne, weil er sucht jetzt halt direkt für mich nach Stellen und Jobs und ich, mir ist das eigentlich schon ein bisschen zu viel, aber ich denke, okay, warum eigentlich nicht? So, okay, dann habe ich jetzt einen Job, aber ist dann vielleicht was, was mir nicht gefällt? Ne? Und dann habe ich so, kann ich das wirklich machen, ne, dass ich nachher nicht mehr rauskomme oder habe ich dann doch wieder, ne, ich, also es spielt halt doch immer wieder so eine Rolle, so dieses Geld, ja, wenn man was ausprobiert oder nur in Anführungszeichen Kurs macht, vielleicht wieder eine Ausbildung anfängt oder ja, schiebt mich da immer wieder so, mach doch Studium, nein, ich will eigentlich nicht wieder jahrelang lernen, in dem Bereich, wo ich vielleicht gar nicht sicher bin, ob es das ist, also dann doch eher okay, ich bewerbe mich mal drauf und fange da mal was an. Ja, deswegen diese Jobtests, das sind halt ganz viele kleine praktische Erfahrungen, ohne jetzt eine Ausbildung, Studium zu starten, gleich zu gründen, sondern alles im kleinen Maße und du wirst halt da ganz viel lernen. Und es sind ja bei jedem immer ganz viele Blockaden und Glaubenssätze. Und da, das ist auch noch sowas, dass man die da lernt zu durchbrechen. Na, wenn ich dir das jetzt sage, bringt das jetzt gar nichts, sondern du musst es verinnerlichen und wirklich ja, machen und dann eben sehen, wie, keine Ahnung, viele haben ja den Glaubenssatz, Quereinstieg ist nicht möglich, ich kann nie im Leben die Branche wechseln. Ich hatte den nie, ich habe einfach immer die Branche gewechselt, permanent. Und da würde ich eben den Rat geben, probier das halt aus. Und natürlich wird es nicht immer gleich beim ersten Mal funktionieren, aber irgendwie wird es dann mal funktionieren und dadurch kriegt man eben dieses Selbstvertrauen und genau, formt sich dann irgendwann halt diese Richtung, wo du dann irgendwann diesen Absprung machen kannst. Das, was du jetzt gesagt hast. Ne? Und du bist natürlich jetzt noch an dem Punkt, wo ganz viel Unklarheit herrscht, weil du halt einfach das noch nicht so ganz weit durchgemacht hast. Aber mach das einfach wirklich intensiv, um dieses Problem an der Wurzel anzupacken. Und dann... Das Programm, mein Schatz. Ja. Ja, genau. Also die Sachen. Und gerne immer wieder. Und immer wieder, ja, das mit einem anderen Blickwinkel betrachten. Und irgendwann, glaube ich, wird das alles so... Man wird kreativer und offener und so. Ja. Ja, weil was mir halt gar nicht klar ist, und die Frage kann ich jetzt noch kurz stellen, und zwar gerade mit dem Quereinstieg. Ist ein Quereinstieg immer nur über Beziehungen, sage ich jetzt mal, möglich? Oder ist ein Quereinstieg schon auch möglich, wenn man jetzt wirklich Firmen anruft und die dann sagen, oh ja, ich habe Bedarf, ich könnte jetzt vielleicht jemanden brauchen oder vielleicht auch über ein Praktikum, Freelancing etc.? Das ist eigentlich schon wieder fast die falsche Frage, weil wieso fragst du das nicht? Ich habe den Begriff nicht erfunden. Ne? Also es geht darum, was du daraus machst und greif dir die Chancen. Wenn du sagst, du bist da richtig, dann bist du da richtig, wenn du das lernen kannst und wenn du das machen willst. Und ich meine, wie viele Leute gibt es, die einfach mal ganz neue Sachen ausprobiert haben. Ich werde das in Slack verlinken. Ich hatte ja das Interview mit der Greta Silva, ne? Die ist 74 und die hat mit 68 einen Podcast gestartet. Jeder wird sagen, Mädel, also die war ja Innenarchitektin und sowas. Die wusste nicht mal, wie das alles ist, wie das funktioniert und die hat sich da nicht abhalten lassen. Die hat das einfach gemacht und das ist erfolgreich. Ja, das ist ja der totale Quereinstieg da ins Online-Business. Wow, sehr spannend. Ja, genau, da müsste man anschauen. Ja. Cool. Okay, gut. Genau. Danke. Ja, bitte. Helen. Ja, also du hast jetzt inzwischen meine Frage fast beantwortet. Ich wollte eigentlich Dima fragen,
ob du einen Abschluss in der Psychologie hast, weil, also, es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich habe ein Thema gefunden, das mich wahnsinnig interessiert. Aber jetzt frage ich mich, wie ich das testen kann. Und da du dir jetzt einen Testkunden raussuchen solltest, frage ich mich einfach, ob du schon ein bisschen Erfahrung im Bereich Psychologie hast, ob du das vielleicht studiert hast. Aber andererseits meinte die Marion gerade eben, man muss nicht eine Ausbildung als Test machen. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, um deine Frage direkt zu beantworten, nein, ich habe keinen Abschluss in Psychologie. Aber ich glaube, dass das, fragt mich in 5 Jahren nochmal, aber jetzt glaube ich nicht, dass das ein Hindernis ist, weil ich schon sehr viele Coaches erlebt habe, die überragend waren, die keinerlei Abschlüsse haben, sondern nur durch Erfahrung. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und halt ein Wesen, also ein Interesse am Menschen als eine Stärke hatten. Das ist bei mir auch so und deswegen mache ich mir ums Thema Abschluss keine Sorgen. Mhm. Ich finde das ganz schön, aber andererseits denke ich mir jetzt als potenzielle Kundin, wie bin ich mir sicher, dass es jetzt bei dir seriös ist, weißt du? Ja. Ohne dich jetzt beleidigen zu wollen. Ne? Das Gleiche würde mich auch betreffen. Super, ja, dann habe ich ja schon meine Testkundin gefunden. Sehr cool. Genau. Also ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir hier alles besprechen. Mhm. Das ist Marions Call. Lass uns da gerne mal quatschen. Ja, genau, mach das mal. Beantworten. Und Helene, als Hausaufgabe, dass du da mal reinschaust, so warum ist es für dich unseriös? Was steckt da dahinter? Ist für dich nur ein Abschluss, also was so ein Zertifikat, ist das mehr wert als jetzt, sagen wir mal, jemand, der 30 Jahre praktische Erfahrung hat? Nee, aber ich sehe das jetzt als, wenn ich irgendwann Seminare oder Coachings im Bereich gewaltfreie Kommunikation geben würde, dann muss ich auch meine Kundinnen überzeugen können und nicht nur, ja, finde ich einfach interessant und ich dachte, ich quatsche mir jetzt mal ein bisschen drüber. Es kommt ja, nicht da wirst du, glaube ich, auch keinen Kunden finden. Also einfach so, das ganze Marketing nämlich ist sauschwer. Aber ja. Dennoch die Frage mit, wenn du ganz viel Erfahrung sammelst und dir das Wissen aneignest, ob das für dich, was das für einen Wert hat. Das ist jetzt für dich also eine Hausaufgabenfrage, weil das ist, glaube ich, auch was selber, ne, was man, das ist ja dieses Zertifikatsdenken. Nein, es geht mir nicht um Anerkennung, sondern um selber sicher zu sein, dass ich mein Wissen sicher übermitteln kann. Mhm. Also, ja. Und nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, ja klar. Mhm. Genau, aber mein nächster Schritt wäre, dass ich hätte jetzt voll Bock auf eine Ausbildung, aber andererseits denke ich mir... Aber dann, okay, interessant, aber das müsste man ein bisschen vertagen, aber spannend, aber fang an, das erstmal auszutesten. Weil wenn du jetzt schon Bock hast, das ist ja schon ein super Indiz. Oh, lass mal die Sabrina wieder rein. Aber mach erstmal Testkunden, damit du überhaupt wirklich siehst, ist das schon so der, ja. Mhm. Weil warst du schon mal in der Rolle als Berater oder Coach? Nee, aber ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt will. Ja, eben, darum geht's. Ja, okay. Danke. Also Testkunden findet ihr auf jeden Fall auch alle in der Slack-Gruppe oder halt bei uns, wenn ihr da Mangel habt. Gut. Mir ist noch gerade was eingefallen, was du gesagt hast, Helen, wegen dem Zertifikat oder also, dass man dann vielleicht mehr weiß. Aber ich denke, wenn du das eben nicht hast, aber den Anspruch hast,
keinen Quatsch zu erzählen, wirst du dich ja sowieso gut informieren, wirst Dinge darüber lesen und mit Leuten sprechen. Also wirst du ja da auch schon ja, dein Wissen ausbauen und festigen können. Und zum Thema, dass eben jemand, der keine Ausbildung gemacht hat, nicht glaubwürdig ist, finde ich, kann ja sein, dass jemand, der die Ausbildung gemacht hat, ein sehr wirklich tiefes, fundiertes Wissen hat, aber das gar nicht gut rüberbringen kann. Und gerade wenn du jetzt etwas machen möchtest im Bereich von Coaching oder das Seminaren, also ja, vor Leuten dann sprechen, dann kommen ja noch so viele andere Skills dazu, die vielleicht jemand, der, ja, ich denke jetzt so ein Professor, der zwar mega genial ist, aber das irgendwie gar nicht rüberbringen kann. Also ja, einfach das noch vielleicht. Ist ein super Punkt. Ich habe da auch ein praktisches Beispiel. Wir machen ja gerade Volleyballtraining und das sind so teilweise die, keine Ahnung, 1A-Liga von Deutschland da. Und wir haben so einen 20-jährigen Spieler und der hat überall World Cup und so Zeug gewonnen. Und als Trainer ist der echt schlecht. Also der kann nicht mal gescheite Sätze formulieren. Letztes Mal wusste er das Wort für Arm nicht. er hat da rumgestottert. Er kann ewig lang nichts erklären. Er schaut nicht auf unsere Gruppe. Also wir sind verschiedene Levels. Er motiviert nicht. Sagt die ganze Zeit nur so, du hast immer das falsch gemacht. Und das ist nur Übungssache. Also der wird das in 5 Jahren auch können. Aber das kann man nur lernen durch Übung. Ne? Also, und auch, ob es einem Spaß macht, ne, ob man da gerne vorne steht. Ja, voll. Genau. Ich habe noch eine weitere Frage. auch wieder an dich, Marion. Und zwar, hast du erzählt von diesem Hackathon, der du in Bali besucht hast, wie finde ich sowas oder kostet das? Wie kommt man zu so etwas? Also ist ganz unterschiedlich. Das hat ein bisschen was gekostet. Ich glaube 30 oder 40 Euro. War auch mit Essen, genau, mit Frühstück. War Essen zweimal dabei oder so. Ja, wie findet man sowas? Das war auch ein bisschen immer so eins zum anderen. Also letztendlich habe ich dieses Coworking, das sind Canggu in Bali, schon gekannt. Aber woher ich das gekannt habe, weiß ich auch nicht. Irgendwie durch diese Digital Nomad-Szene. Und ich wusste, ich fahre dahin. Und ich habe schon ein bisschen geguckt, was da für Events gibt, weil ich alleine nach Bali fahre. Und ich wollte dann halt Leute kennenlernen. Und dann habe ich auf der Eventseite von diesem Coworking, von diesem Hackathon erfahren. Also so Coworkings sind auch immer oft eine gute Adresse für Events oder Netzwerkveranstaltungen oder irgendwelche Wissenssachen. Und die sind ja oft für jedermann zugänglich. Also zum Beispiel, ich bin im Impact Hub. Das ist super. Das ist ja so sozial getrieben, also Social Impact. Und die haben echt immer coole Veranstaltungen, wo man ganz viel lernt. Und ich finde solche, also jetzt noch alles mitnehmen, wahrscheinlich, vielleicht kommt ja irgendwann die vierte Welle, weil auf Events kommst du ja auf, oder wenn du so Gespräche hast, kommst du auf so viele Sachen, auf die du halt alleine nicht gekommen wärst. Ne? So viele Ideen, auf Kontakte. Ja, und da, also klar, das muss mag jetzt nicht jeder, aber da irgendwie sich connecten und sagen, hey, könnten wir weiter in den Austausch gehen? Und wenn es irgendwann mal was gibt, eine Stelle oder so, kannst du an mich denken. Ja. Mache ich eigentlich auch gerne oder ist bei mir auch schon so passiert halt, würde ich dem jetzt sagen, also dass man sie gar nicht so plant oder dass es einfach wie so anläuft. Genau. Ja, genau, das ist dieses Leichte. Aber trotzdem macht man ja was, ohne dass man es so spürt, aber man ist ja irgendwie draußen und zeigt sich und man interessiert sich für ein Thema und so. Ja, genau, weitermachen. Ich hab noch eine ganz konkrete Frage zum Programm. Also ich bin noch ziemlich weit vorne, also weit hinten, wie auch immer, je nach Blick. Okay, ja. Und zwar bin ich beim Karriereanker. Mir fällt es
dort sehr schwer, mich... Ich glaube aber, das wäre keine Frage für heute, oder? Ah. Weil ich kann die vielleicht gar nicht beantworten. Okay. Aber die kannst du sehr gerne beim nächsten Weekly stellen, nächste Woche. Okay, ah, dann habe ich das irgendwie verwechselt. Dann ist das heute wie gar nicht unbedingt ein Weekly, sondern wirklich so ein Spezial. Genau, okay. Also alles zum Jobtesting, genau. Oder quasi. Ja, ich wollte quasi meine Erfahrung mit euch teilen, dass ihr was daraus mitnimmt und vielleicht weitere Ideen bekommt. Mhm. Genau. Cool. Ja. Was fällt euch denn da am schwersten bei dem Job-Testing-Part? Ist es das Zeitliche oder ist es überhaupt die Ideen zu entwickeln? So weit bin ich ja noch gar nicht. Ja. Von daher, ich muss jetzt erstmal ins Ideen entwickeln kommen und bin ich noch nicht. Und das stelle ich mir auch schon nicht ganz so trivial vor. Ja. Aber gut. Genau, aber ihr habt ja auch ein bisschen an meinem Beispiel gesehen, dass jetzt nicht alles so total abgehakt ist, ne, dass viel ineinander übergeht und es einfach wichtig ist, ins Tun zu kommen und nicht nur auf dem Papier zu bleiben. Also ich möchte nicht die erste Phase degradieren, die ist wirklich, wirklich wichtig, aber also dass man ja überhaupt lernt, ins Bewusstsein zu gehen und wie wichtig das ist, dass man sich kennenlernt, weil das die Basis ist. Aber dennoch, dass dieser Job-Testing-Part einfach was ist, das man einfach integriert. Ne? Dass man irgendwann automatisch die Denke hat, ich probiere das jetzt aus, ich mach mal. Und gleicht es wieder immer wieder mit mir ab. Also darum geht es halt. Ja, der erste Part ist halt ein bisschen noch sehr, ich sage jetzt mal theoretischer, ne? Da ist ja eben sich kennenlernen indem man halt die Übungen macht oder das ein bisschen ins Denken kommt. Und das zweite ist dann wirklich rausgehen, aktiv sein. Also eigentlich finde ich der schönere Part. Das ist ja eine kleine Motivation. Das war es auf jeden Fall. Also ich fand es echt mega motivierend. Da kriegt man richtig Lust, weil wenn man dich hört, wie du das so im Nachgang erzählst, da wünscht man sich dann auch, okay, irgendwann mal an dem Punkt zu sein und genauso zurückblicken zu können, sagen zu können, boah, das war cool, da habe ich das gelernt. Und das ist ja tatsächlich so, wie du sagst, dass sich dann ganz viele Sachen von alleine ergeben, wo man denkt, hey, hätte ich das nicht gemacht, wäre das nicht und was für ein Zufall war das denn? Genau. Das kommt halt nur, wenn man es tut. Genau, dann kommt der Ball ins Rollen. Ja. Genau. Und das war schon sehr motivierend. Ah, das freut mich. Das war mein Ziel und das ergibt für mich dann Sinn. Danke. Ja, sehr gerne. Ja, also habt ihr noch Fragen? Ansonsten natürlich gerne auch wann anders, ne? Oder in Slack, weil dann würde ich euch mal auch in den Feierabend entlassen. Aber dranbleiben, weil also wirklich, wenn man das alles so durchmacht, ich glaube da wirklich dran, dass für jeden das Richtige da draußen gibt und ihr werdet es finden. Das wäre ja schlimm. Und es gibt so viele Jobs oder so viele Sachen. Also wenn man da mal in dieser Welt offen da durchgeht, ich meine, was da manche für Sachen kreiert haben, keine Ahnung. Ne? Also für viele Sachen, für viele Jobs gibt es ja auch noch gar keine richtigen Namen. Man kann sich das alles irgendwie zusammen kreieren. Und nicht nur als Selbstständige, also auch einfach sein... Job mitgestalten im Angestellten-Dasein. Die Leute, die Chefs, die wollen ja schon solche
Gestalter. Aber natürlich, also muss man schon bei den richtigen Firmen bewerben, jetzt so die Tanker da nicht. Aber es gibt ja noch viele andere. Jo. Dann entlasse ich euch mal so, oder? Also, mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke. Danke. Dann macht's es gut. Ciao. Ciao, ciao.